geht ab, Leute? Neuer Start, neues Video. Keine Ahnung, ob es ein neues Video ist. Ich nehme einfach mal auf für Jonas. Der kann ja irgendwie zurechtschneiden. Also, ich habe mir gerade mal schnell mein Bike geschnappt. Ich muss eigentlich in 1,5 Stunden auf einer Kartbahn sein. Aber direkt nebenan ist ein Stuntspot. Und die Jungs, die sind schon dort. Sind ein bisschen am Trainieren, am Machen, am Tun. Und ich dachte mir, komm, scheiß drauf, ich fahre gerade mal so eine Stunde früher los. Ich habe wahrscheinlich dann unten noch so 3/4 Stunde Zeit, ein bisschen zum Üben. Ich habe mein Baby auch hier drin. Ihr seht schon, neue Front ist auch am Start. Ich dachte mir, komm, das lasse ich mir nicht nehmen. Es regnet mal im Moment nicht. Ich habe jetzt den Supermoto-Umbau vom Fahrwerk, zumindest mal das den hydraulischen Part schon mal gemacht. Und da wollte ich das Ding mal testen, weil noch die Hardware sozusagen vom Fahrwerk noch geändert wird. Das heißt, härtere Federn rein. Und dass ich jetzt mal so ein kleines Feedback geben kann dem Fahrwerkstypen. Was ich gemerkt habe mit dem Wheelie, ich bin einmal ungefähr im Ort gefahren und habe gemerkt, dass mit den Wheelies ein bisschen schwieriger ist. Also anders ist, weil das Bike halt nicht mehr eintaucht. So krass, weil es halt jetzt wirklich stramm und straff eingestellt ist. Vorher habe ich das Ding ein bisschen eingetaucht, die Gabel, und beim Ausfedern Gas gegeben. Also habe den Rebound der Gabel sozusagen genutzt, um das zum Wheelie in den Start hoch zu katapultieren. Ich probiere jetzt mal ein bisschen aus, wie es so klappt. Habe die GoPro, wie gesagt, am Start, mit der filme ich ja. Und ansonsten wollen wir mal gucken. Die Jungs haben ein bisschen auch noch was drauf. Falls der Akku und die Speicherkarte noch ein bisschen was zulässt, schneide ich das Ding vielleicht sogar noch kurz beim Kartfahren auf. Wäre vielleicht auch noch ganz witzig. Also, bis später. Jetzt geht's zum Wheelie fahren. So, ich bin angekommen. Bike ist ausgepackt. Hier ist ungefähr die Strecke. Ja, Bike kennt ihr ja. Also vor allem mal die neue Front, glaube ich, habt ihr schon gesehen. Auf jeden Fall mega in Love. Geht mir richtig gut rein, das Ding. Er übt auch die ganze Zeit. Wheelies. Alles noch relativ junge Boys, die aber motiviert sind und ja, schon früh loslegen. Auf jeden Fall finde ich ziemlich geil so. Ich zieh mal Klamotten an. Pack mal die Kamera auf die Brust und dann fahren wir eine Runde. Ne? Die Cola ist komplett im Auto verteilt, die komplett hier mit der Konsole runtergelaufen, Armaturenbrett, Türeinstieg, ja. Aber naja, Hauptsache Kamera am Start, ne? Dose ist auch leer, Finger komplett verklebt, läuft, es läuft, ihr seht, guck mal hier, sind erst ein paar Autos da, wir laufen jetzt mal nach vorne. Ganz da unten, hier ungefähr, da unten stehen die ganzen Jungs schon. Er muss wieder übertreiben. Boah, riecht das geil. Zweitaktduft, allerbeste, allerbeste einfach. Genau mein Ding, Farbe übertrieben krank, ultra. Das ist meine kleine. Hier kommt der Bike Squad. So geht das hier ab. 12 Sekunden später. So, Besuch haben wir auch. Rennleitung ist am Start. Aber ich glaube, sie sind entspannt. Wir haben ja hier auch keinen Stress gemacht und nichts hier provoziert. Ich meine, wir fahren ja hier ganz normale Testfahrten. Alles auf entspannt. Nee. Ja, und dann ist gut.
okay? Nö. Neuer Tag an meinem Geburtstag wieder hier. Die Jungs oben fahren schon. Ich habe auch schon die Hälfte vom Akku leer gefahren vom Bike. Komm, wir gehen mal kurz an die Straße um, an die Strecke kurz ein bisschen gucken. Ah, die burnen hinten schon Reifen weg. Alle, die Jungs, die sind so krank. Guck mal, wie es hier auf dem Boden aussieht. Alles von gestern. Und hier ist noch wenig. So abgefahren, bitte mal. Ajo. Wenn du Supermoto reifen willst und kein Geld ausgeben willst, einfach die Stollen runterburnen. Alter, ich hätte schon so den krassen Drehwurm. Brutal, ey. Hier sind so heftig viele Bikes. Übertrieben krank. Oh, ich sehe schon die ersten Hacks und Kennzeichenschleifen auf dem Boden. Geil. Alter, jetzt sein Kennzeichen auch schon so verbogen. Alter, ist hier Alarm. Ich bin mal gespannt, wann die Cops wieder kommen. Also, Jonas ist jetzt angekommen, wir haben mal abgeswitcht zur richtigen Kamera. Cops sind natürlich schon gekommen, obwohl vielleicht gerade mal 10 Bikes hier sind. Und hat sich schon jemand beschwert, weil eben war ein Fußgänger da, in the middle of nowhere. Also ich kann es nicht verstehen, dass man sich hier aufregt, wenn komplett abseits der Piste irgendwo ein paar Jungs auf dem Hinterrad fahren. Ja, es wäre ein Rennen gefahren worden. Das ist halt immer das Schlimme, wenn es direkt so heißt. Bunte Motorräder oder Wheelie muss auch nicht gleich schnell sein. Egal. Jedenfalls, in einer halben Stunde sollen wir das Feld räumen. Ich will aber noch ganz kurz aufs Bike springen, weil das Wetter ist echt geil. Die Jungs versuchen oben noch was zu regeln, ob wir doch irgendwie hier bleiben können oder so. Naja, wir gucken mal. Ich springe mal aufs Bike und hoffe, dass ich noch 2-3 Wheelies ziehen kann. Ne? Also. Put your hands.